Radio vom Walde, alternative Nachrichten, Folge 3. Ja, wer die Zeitung in letzter Zeit gelesen hat, es bahnt sich wieder was an im Land, denn die Parteien fürchten um ihre Macht. Das Verfassungsgericht Nordrhein-Westfalen hat die 5%-Hürde vor über 10 Jahren gekippt und auch ein zweiter Versuch, eine kleine Hürde einzuführen, ist vor Gericht gescheitert. Nun machen die Parteien wieder einen Anlauf, bis auf die Piratenpartei im Landtag, diese Hürde wieder einzuführen. Ja, warum? Werden die Städte unregierbar? Ich denke, es gibt ein gutes Lehrstück, wie unregierbar ein Land wird, wo es keine kommunale 5%-Hürde gibt. Wir wissen alle, wie schlecht die Wahlergebnisse der CSU in Bayern sind. Und Bayern hatte nie eine kommunale 5%-Hürde. Es ist ja Bayern mit Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht vergleichbar. Da gibt es ja überhaupt keine Großstädte. Ja, da sitzen die Bauern auf den Bergspitzen und jodeln, ja, und so weiter. Und da braucht man auch keine 5%-Hürde. Das ist ja gar nicht nötig. Weil nicht solche kleinen Dörfer wie München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Passau, Aschaffenburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth. Ja, solche kleinen Käfer, da braucht man ja keine 5%-Hürde, da ist keine Gefahr in Verzug für Demokratie, für Regierungsfähigkeit. Nur hier in Nordrhein-Westfalen, da sind sich die Grünen, die SPD und die CDU einig. Dieses Kleinvieh von sonstigen Parteien, das soll uns nicht belästigen, das soll uns keine Sitze wegnehmen, die sollen uns die Ratsarbeit nicht beschweren. Sicher, es gibt auch mal negative Beispiele. Vor Jahren war in Frankfurt mal der Rat unregierbar, weil die Leute nicht zur Sitzung gekommen sind, trotz 5%-Hürde. Und die 5%-Hürde wird wohl selber nicht wieder eingeführt, man tendiert zu einer 3%-Hürde. Und führt immer gern die Sitzung an in Duisburg, wo dieser Extremisten-Clan von Pro-NRW es geschafft hat, mit Formalismen eine Ratssitzung bis ins Geht nicht mehr hinaus zu ziehen. Ich glaube, die Leute haben bis weit nach Mitternacht getagt. Es war natürlich ein Unding von dieser Gruppe, so zu agieren. Nur, die wären auch bei einer solchen Hürde weiterhin da vertreten und hätten das Chaos genauso gut umsetzen können. Es wird also mit Pauschalurteilen gearbeitet. Man liest dann auch, diese kleinen Gruppen, die wären ja gar nicht so gut vorbereitet, so intensiv dabei. Also wenn ich jetzt hier Beispiele aufzählen würde, wie gut schon ich andere Gruppen im Rat erlebt habe, wie die vorbereitet waren. Wie die größte Fraktion eines Rates geschlossen gegen das stimmt, was sie erreichen will, nur weil der Fraktionschef zur falschen Zeit die Hand gehoben hat, und alle im Reflex stimmen mit ab. Ein reiner Herdentrieb. Und dann wirft man kleinen Gruppen vor, sie würden sich nicht vorbereiten. Unmöglich. Tja, tut immer weh, wenn man Sitz an andere abgeben muss, wenn man nicht mehr so viele Posten verteilen kann. Aber wie ist das Wahlrecht in Nordrhein-Westfalen? Man muss für jeden Wahlkreis einen Direktkandidaten haben in der Kommune, sonst ist man nicht auf dem Wahlzettel. Das heißt, allein für das kleine Rade vom Wald hier sind 18 Personen nötig, die man zusammenbringen muss, um die Liste flächendeckend wählbar zu machen. Eine Großstadt, die noch viel mehr Sitze hat, da braucht man auch 20, 30 Leute oder mehr, um wirklich in jedem Wahlkreis wählbar zu sein. Wer es also dort schafft, genügend Leute für alle Wahlkreise zu kriegen, das ist kein Niemand. Und dann hängt es nicht von der Größe der Gruppe ab, welche Qualität die Gruppe hat. Die Einzelleute, die einziehen, die haben eh nicht die große Macht. Denn Einzelabgeordnete sind fraktionslos und sie dürfen nur Änderungsanträge stellen, keine grundsätzlichen Anträge. Sie können das höchstens umgehen über Bürgeranträge, die an einen Ausschuss gehen und dann vielleicht auch an den Rat weitergeleitet werden. Also, aber was ist alles passiert in den letzten Jahren?
Was haben uns die großen regierungsfähigen Mehrheiten gebracht? Sie haben Milliarden in U-Bahnen verbuddelt, die mit riesigen Kosten gebaut wurden. Das heißt, immer für einen Kilometer U-Bahn kann man 50 Kilometer Straßenbahn bauen. Selbst wenn man die große Kapazität, die theoretisch eine U-Bahn hat, heranzieht, ob es überhaupt gebraucht wird, ist eine andere Frage. Ich könnte die gleiche Kapazität auch bauen, indem ich zwei Straßenbahnlinien parallel baue und immer noch viel Geld überhaupt woanders den ÖPNV zu verbessern. Aber nein, unsere großen Mehrheiten, diese Fraktionen, haben uns die U-Bahn beschert. Schauen wir uns was anderes an, die Müllverbrennung. Viel zu viele Anlagen, der Müll muss importiert werden. Und die ganzen Stoffe, die im Ruß, im Feinstaub hinausgehen, trotz Filtertechnik, die holen wir jetzt noch aus dem Ausland ins Land. Anstatt Probleme zu lösen durch gute Recyclingkonzepte. Das haben uns die großen Parteien geschaffen, eben auch durch diese Hürden, weil Minderheiten ausgeschlossen worden sind. In Rade vom Wald war es die Alternative Liste, die als einzige dagegen gehalten hat, wie mit dem Leibniz umgegangen wird, vor den Folgen gewarnt hat und leider bitter recht gehabt hat. Der Umbau des Aquafans zum Leibniz war doppelt so teuer wie erwartet und wie die Alice vorausgesehen hatte. Viel schlimmer als gedacht. Und sie war damals unter der 5%-Hürde zurückgefallen, aber mit einem Sitz im Rat und hat als kritische Stimme und Mahnerin immer wieder Finger in die Wunden gelegt und in einem oder anderen kleinen Erfolg gehabt und leider bei großen Sachen nur mahnen können. Aber schon das ist den etablierten Parteien zu viel. Und ich denke mal, wir haben eine repräsentative Demokratie, die ich auch gerne plebiszitär mit Volksentscheiden erweitern will. Aber dann müssen halt die Gruppen, dann entscheidet die Bevölkerung, von welcher Gruppe sie vertreten werden will. Und diese Gruppen müssen dann eben Kompromisse aushandeln. Das ist ein ganz normales demokratisches Geschäft. Das tut natürlich SPD und CDU weh, wenn sie auch mal auf eine kleinere Gruppe eingehen müssen. Wenn die bei einem Punkt mal sagen, das möchten wir umsetzen, dafür verzichten wir dann woanders auf unser Programm. Aber hier haben wir was Wichtiges. Und da kommt dann eben, dass die das nicht gerne sehen. In Rade vom Wald wäre das kein Problem. Wir könnten noch 5, 6 andere Gruppen haben mit einem Sitz. Wir haben eine so große Koalition aus SPD und CDU, dass ich gar nicht weiß, wie man diese Regierungsmehrheit gefährden könnte. Und auch in anderen Gemeinden erlebe ich das oft, wenn der Wechsel kommt, die Neuen machen genauso weiter wie die Alten. Die können es auch in der großen Koalition. Was soll die 5%-Hürde da gefährden? Aber neue Ideen, die von unten wachsen, die werden von jeder Hürde abgesägt. Und der Wettbewerb, der wegfällt, der verhindert ist, dass die anderen sich mehr anstrengen müssen. Und allein diese Anstrengung verbessert deren Politik und verbessert deren Taten, damit sie nicht noch mehr Stimmen an Gruppen verlieren, die durch eine Hürde abgegrenzt werden. Also, mir ist es unbegreiflich, wie ein paar Demokraten für so eine Hürde eintreten können im kommunalen Bereich. Wenn es Probleme gibt, dann muss man sie anders regeln mit der Sitzungsführung, vielleicht auch mit dem Recht, ab wann man eine Fraktion gründen kann, falls gewisse Gruppen da wirklich zu viel Chaos stiften. Aber dass man die Leute ausschließt, dass sie nicht reden dürfen, dass sie nicht mit abstimmen dürfen, um die Leute zu vertreten, von denen sie gewählt worden sind, das ist sowas von undemokratisch. Vor allem im kommunalen Bereich, dass ich die Grünen nicht verstehen kann, wie sie das mittragen können und die anderen Parteien auch nicht. Beim Landtag ist es schwieriger. Es ist nicht juristisch einklagbar, die 5%-Hürde wegzubringen. Und man könnte jetzt Gründe dafür und dagegen nennen, aber da uns CDU und SPD niemals die 5%-Hürde beseitigen werden, ist jede Diskussion darüber überflüssig. Wie könnte man es dennoch schaffen, diese 5%-Hürde aufzuweichen? Und da habe ich das Konzept des beratenden Abgeordneten entwickelt, der alle Rechte eines Abgeordneten hat, nur nicht das Stimmrecht für einfache Gesetze. Das heißt, bei Verfassungsfragen, nach derzeitigem Gesetz ja Parlamentssache, außer in Bayern, da dürften die Parlamentarier mit abstimmen, damit die Zweidrittelmehrheit möglichst hochgesetzt ist und nicht durch 5%-Hürden, auch kleinere Mehrheiten,
dann eine Verfassung ändern können. Aber bei einfachen Gesetzen auf das Stimmrecht zu verzichten, das ist gar nicht so schlimm. Denn wir haben ja meist eine Regierungskoalition. Die bestimmt, was läuft, solange sie klappt. Und die Opposition, die kann stimmen, wie sie will, solange sie nicht die Mehrheit hat, hat sie nichts vom Stimmrecht. Wenn ich also weitere Abgeordnete beratend einziehen lasse, mit Rederecht, mit Antragsrecht, mit Mitwirkungsrecht in Ausschüssen, ja, mit dem ganzen Recht auf Information, was Abgeordnete haben, dann sind die fast genauso gut gestellt wie Oppositionspolitiker und sie können zum Gemeinwohl beitragen, sie können ihre Sachen anregen. Und das, denke ich, würde Politik beleben. Würden die sonstigen Gruppen wie Familienpartei, ökologisch-demokratische Partei, Tierschutzpartei, Freie Wähler und vielleicht noch die eine oder anderen, Piratenpartei, würden die gemäß dem Wahlergebnis im Bundestag und den Landtagen vertreten sein. Es käme wahrscheinlich auch mal einer von der NPD rein oder von Republikanern. Das ist auch Demokratie, wenn Chaoten ihre Leute als Repräsentanten haben. Aber gemessen an den vielen guten Gruppen, die reinkämen und die sich wirklich profilieren könnten oder die anderen zu so guter Politik dann treiben, dass sie sich nicht mehr profilieren brauchen. Da wäre wirklich mal der beratende Abgeordnete ein Segen für unser Land. Wir haben jetzt einen MDEP der ÖDP, einen im Europaparlament, den Dr. Klaus Buchner. Und der hat schon einige gute Beiträge gebracht und bringt Themen rein, die sonst fehlen würden. Und auch im Bundestag wäre die ÖDP bei derzeitigen Wahlergebnissen mit 2 Leuten vertreten. Die Familienpartei ebenso, die Tierschutzpartei auch. Zusammen könnte man eine kleine Gruppe bilden, wo sich die einen um Familienthemen kümmern, die Tierschützer um Tierschutzthemen und die ÖDP halt um einige Umwelt- und Atomenergiethemen und Wirtschaftsthemen. Und man könnte so durch die gute Abstimmung der Themen in vielen Debatten an einen Beitrag bringen, der wichtig wäre. Und deswegen, es gilt nicht jetzt neue Hürden zu schaffen, sondern die Hürden über generell zu reduzieren und bei Landtagen und Bundestagen wenigstens beratend alle Leute, wo die Wähler sagten, von denen möchten wir vertreten werden, in die Parlamente einziehen zu lassen. Es kann mal sein, dass der ein oder andere Chaot reinkommt, der wirklich nichts bringt. Aber das hatten wir auch bisher. Auch von den Parteien über 5% haben es Leute geschafft, besoffen eine Rede zu halten. Es schaffen da Leute, als Hinterbänkler zu gelten, die nie in Erscheinung treten. Die sind mal gewählt worden und sie leisten nichts. Die gibt es alle. Was soll bei sonstigen Parteien noch schlimmer werden? Deswegen, Demokratie heißt die bestmögliche Umsetzung des Wählerwillens. Und das heißt die weitestgehende Abschaffung von Hürden. Deswegen keine kommunale 5%-Hürde, damit neue Gruppen die Chance haben, von unten zu wachsen und die großen Parteien mehr Demokratie lernen müssen. Und mindestens beratende Abgeordnete für Landtag und Bundestag, damit die Stimmen der kleinen Gruppen nicht überhört werden können und im Parlament nicht gesagt wird, davon haben wir nichts gewusst. Und damit die etablierten Parteien frühzeitig auf neue Themen reagieren, bevor die neue Gruppe zu stark wird. Dem Gemeinwohl wird das sicher dienen, mehr Vielfalt in den Parlamenten zu haben. Da bin ich fest davon überzeugt. Es wäre schön, wenn das auch die Gruppen, die davon profitieren würden, endlich aufgriffen. Ich habe mich oft bemüht, die Idee zu verbreiten und bin bisher dann nicht bei den Parteien auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. So als ob sie Angst hätten, in den Bundestag und die Parlamente einzuziehen. Die ÖDP hat es abgelehnt auf dem Parteitag. Und andere Parteien haben nicht reagiert. Trotzdem, ich wünsche es mir, beratende Abgeordnete sonstiger Gruppen für wirklich mehr Themenvielfalt im Bundestag und eine Überwindung dieser eingefahrenen Redefloskeln, die wir bisher immer haben.